So, heute gibt es nochmal einen kleinen Nachschlag zu meinem Flat-Köfferchen. Ich hoffe mal, das Licht reicht hier noch, wenn ihr was erkennen kann. Hier auch nochmal schön aufsperren. Und dann haben wir hier meinen Koffer. Na gut, das meiste ist schon bekannt. Was habe ich jetzt neu gemacht? Ich habe hier unter der Fladen noch ein bisschen Schaumstoff rausgenommen, damit die ein bisschen tiefer liegt. Ich habe mir noch einen zweiten Speedloader gegönnt. Also standardmäßig ist bei der Flat ja nur einer dabei. Ich habe mir noch einen zweiten gekauft und der passt jetzt überraschenderweise, was heißt überraschenderweise, glücklicherweise, weil es gar nicht so geplant war, hier schön auf diese rechte Seite noch hin. Also da hatte ich mit Glück eben genau hier so viel Platz gelassen, dass ich den hier noch schön reinmachen kann. Rechts neben der Flat. Dann habe ich mal wieder was gefunden in der Küche, nämlich hier eine Zuckerdose. Die Zuckerdose ist wirklich so, die geht hier komplett bis runter an den Boden von dem Koffer hin und hat hier den Deckel. Und dann habe ich hier Platz für allerlei Zeug, was ich hier reintun kann. Also ich habe jetzt hier mal ein bisschen übertrieben, normalerweise habe ich das hier gar nicht alles drin. Also ich habe hier eben zum einen auch so ein Pfeilziehgerät, dann habe ich hier die Sehne, dann habe ich hier die Hilfssehne zum Aufspannen von der Sehne und dann habe ich natürlich hier noch das Wachs hier drin, dann habe ich noch so ein paar Bogenendkappen und alles mögliche, also da geht dann schon ganz schön viel rein, muss man sagen. Und das ist natürlich eigentlich ganz nett. Und hier Deckel wieder drauf, alles schön perfekt drin. Und das letzte, was ich noch gemacht habe, habe hier ein Messer reingesteckt. Naja gut, also das ist natürlich, muss ich mal schauen, ob mir das dauerhaft gefällt. Wenn ja, dann würde ich dem auch noch einen richtigen schönen Platz geben, dass ich hier den Schaumstoff mal richtig frei mache für das Messer. Es hat sich halt hier so ein bisschen aufgedrängt, weil es hier so schön flach ist. Ein Cold Steel Code 4. Das ist halt hier so wunderbar flach, deswegen kann man das hier auch schön irgendwo dazwischen stecken. Oder vielleicht mache ich mir dann hier noch einen Platz rein, dass ich es auch schön in den Schaumstoff reinpacken kann. Naja, das soll es aber an der Stelle mal gewesen sein. Nur ein kleines Update und jetzt bin ich, muss ich sagen, sehr zufrieden mit dem Koffer und kann den jetzt wirklich einfach nur empfehlen. Man sieht hier alles, was man für die Flat braucht, ist hier wirklich schön sauber drin. Dann danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.